Ja, hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. No coffee, no workie. Kaffee gibt's später. Ja, ich bin ein bisschen unterwegs in Schweden hier und werde auch eine gewisse Zeit unterwegs bleiben. Gestern habe ich Post bekommen, die letzten zwei Tüpfelchen auf dem i für mein Auswandern oder für unser Auswandern nach Schweden. Da steht, gute Nachrichten, wir bleiben hier auf jeden Fall. Und ich muss sagen, Schweden, das ist abgepasst an unsere Natur. Wir lieben Schweden. Wir sind gerne hier und wie gesagt, wir bleiben hier. Die Schweden, das sind tolle Leute, fleißige Leute. Die Landschaft ist grandios, herrlich. Und es gibt eigentlich nur eine Sache, die ich persönlich an den Schweden nicht so mag. Ja? Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, nochmal kurz zurück zur Zeit oder in den Zeiten, wo wir weg sind, von Deutschland nach Schweden. Das war September 21. Da hat man in Charlie, nee Quatsch, da hat man in Deutschland diese Charlie-Sache. Und wir sind da raus aus einem Ort der Hölle, ja, würde ich sagen. Fuhren da rein nach Schweden. Wir wussten von Schweden Sonderweg, deswegen sind wir weg. Deutschland, Schweden, Ystad, eine Stadt in Schweden, die erste, wo wir Fuß gefasst haben, wo wir drüber gefahren sind, reingefahren sind nach Schweden. Erster Supermarkt, rein in Supermarkt. 100 Leute drin, ich übertreibe etwas. Und keiner hat eine Maske getragen. Alle stehen zusammen, schwätzen miteinander, hurra, die ganze Welt, die Welt, Freiheit pur. Das hat mich so beeindruckt, ja, da habe ich gleich gesagt, ich bleibe hier. Das war für mich irgendwo mitten in Europa ein Stück Freiheit, ja. Und das haben die Deutschen nicht drauf gehabt. Schade dafür. Jetzt gehen wir mal zu dem Punkt, wo ich sage, was mir an den Schweden nicht so gefällt. Die Schweden sind vor kurzem in die NATO eingetreten. Und das finde ich mords mega schade. Warum? Die Schweden, die waren immer souverän, die waren immer neutral, die haben nie ein Bündnis angehört oder nie so richtig. In Schweden gab es seit 200 Jahren keinen Krieg oder die Schweden haben seit 200 Jahren keine Kriege geführt, ja? Und jetzt haben sie sich total in die Hände der USA begeben. Die haben sich einschreiben lassen in die NATO und die Schweden bedauern das. Auch wenn die Politiker sagen, nee, nee, der Bürger von Schweden wollte das oder unsere Landsleute wollten in die NATO. Nein, das stimmt nicht. Ich habe viele Bekannte hier, viele schwedische Freunde, ich habe mit denen gesprochen. Das ist bla bla bla, das stimmt gar nicht. Und jetzt mit dem Beitritt der NATO, da hat Schweden seine Seele verkauft. Ja? Die Souveränität ist weg. Die Eigenständigkeit ist weg. Der Charakter von Schweden ist weg. Ich meine, Schweden ist so ein tolles Land. Das könnte so geil leben. Die haben alles, was sie brauchen hier, um ein herrliches, freies Leben zu führen. Und was machen sie? Sie lassen sich einkesseln von den Amerikanern. Jetzt wollen sie, glaube ich, auf Gotland, das ist eine Insel, wollen sie eine US Air Base oder eine US Base errichten. Da kann man den Ostsee oder die Ostsee kontrollieren. Überall an den Grenzen, rüber nach Osten, sollen US Air Bases, nicht Air Bases, ich habe es mit den Air Bases, sollen militärische Stützpunkte der Amerikaner aufgebaut werden. Und es ist eigentlich der Wahnsinn pur. Man hat den Schweden eingeredet. Ihr seht schon, ich bin immer noch unterwegs irgendwo. Man hat den Schweden tatsächlich eingeredet, der Russe wäre der Feind. Ihr müsst euch vor diesem Feind Acht nehmen, er wird über euch herfallen. Und wir sind die Guten, wir werden euch gegen diese bösen Russen, gegen die Gefahr aus dem Osten retten. Und das ist absoluter Käse, das ist Quatsch mit Soße, ja. Und wie gesagt, es tut mir ein bisschen leid, weil Schweden hat alles, um, wie gesagt, souverän zu bleiben, ein freies Land zu sein. Jetzt haben sie sich in eine quasi Abhängigkeit begeben. Und das ist wirklich schade. Nochmal zurück zu Schweden und warum bin ich hier? Warum sind wir hier? Da gibt es zwei gute Gründe. Einmal, es wäre ein militärischer, ich bin Ex-Militär, 21 Jahre Armee, ja. Und ich habe gut überlegt, warum gerade Schweden. Das hat jetzt nichts mit der Charlie-Sache zu tun. Das hat was mit einem eventuellen Krieg zu tun. Warum bin ich hier 800 Kilometer weg von Stockholm, 350 Kilometer in der Runde, keine Militärbase, keine große Schwerindustrie? Das hat einen Grund, warum ich hier bin. Und der zweite Grund, das ist ein ziviler Grund, würde ich sagen. Und der fällt unwahrscheinlich schwer in die Waagschale. Und den verrate ich euch vielleicht später. So, liebe Leute, das war's, was ich euch heute sagen wollte. Morgen geht die Fahrt weiter Richtung Südschweden. Ich freue mich schon. Bin mit der ganzen Familie unterwegs, ja. Und ich wünsche euch da draußen, dass ihr euch nicht abhängig machen lasst.
bleibt ihr selber. Bleibt in eurer Eigenständigkeit. Übernehmt für euch Verantwortung. Also nochmal, ich wünsche euch Gesundheit. Ich wünsche uns allen Schutz, Sicherheit und Frieden. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist, Krieg ist scheiße. Amici Legionär, euer Thomas Gast und Visias Immoron. Wir sehen uns morgen. Danke und tschüss. Servus.